Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part des Let's Play Dragon Quest 9, Hüter des Himmels. Was wir im letzten Part gemacht haben, war folgendes. Wir haben ja in so einem vorletzten Part ja Corvus besiegt, daraufhin, ich muss dir nicht erklären, was ja da noch alles passiert ist nach Corvus und so weiter, jedenfalls haben wir noch eine Figge gesehen, die in der Nähe von Laxkrausen gelandet ist. Daraufhin sind wir nach Laxkrausen gegangen, haben eine Mission angefangen, und zwar die Mission Nummer 39, die eigentlich noch zur Story mitgehört. Es geht nämlich um Folgendes. Jona hat uns um etwas gebeten. Sie ist die Auftraggeberin. Und zwar nach Leviathrans suchen. Es geht darum, sie hat einmal gesehen, dass... zumindest hat sie Leviathrans Schatten gesehen. Zumindest meint sie das. Und sagt, er sei aus irgendeinem Grund wieder da. Mussten also die alte, tote Leviathrans-Sirene, eine alte Frau, die die Vorgängerin war, aufsuchen. Und sie fragen, wie sie damals Leviathran gerufen hat. Dazu brauchte sie drei spezielle Sachen, Anziehsachen. Zwei davon haben wir im letzten Part auch schon eingesagt. Und die dritte kann man sich jetzt aussuchen, kann man entweder jetzt in Wurmwald oder in Brennbergen finden. Beziehungsweise kaufen, meine ich. Im Laden. Alle drei Sachen kann man im Laden finden. Die erste Sache war gleich in Steensburg beim neuen Laden, nämlich das Silberschild. Gibt es jetzt noch zwei neue Läden für etwas teurere Preise und so weiter. Und dann nach den Schwallstab in Vasa war, konnte man sich aufkaufen. Und jetzt kommt es erstmal. Es gab eine kleine... Also, ein Mono des... Wie sagt das jetzt? Also, ich war mir jetzt nicht so ganz sicher. Es stand jetzt, glaube ich, in der Mission stand jetzt fließendes Kleid, oder nicht? Ne? Da stand fließendes Kleid. Ich habe in Lösen nachgeguckt, da hieß es fleißendes Kleid, glaube ich. Und deswegen bin ich jetzt verwirrt. Ich bin ja so falsch. Das ist ja der Waffenladen. Rüstungsladen, bitteschön. Obwohl ich so noch nicht genug Geld hatte. Ihr könnt es ja sehen. Wo haben wir es denn? Fließendes Kleid heißt es. Okay. Dann wird es wohl auch so bleiben. 18.000 geht. Ich werde erstmal eine Weile verkaufen. Hoppla, das war natürlich falsch. Ich habe mich wieder verdrückt. Freunde, das Let's Play dauert ja auch nicht mehr so lange. Deswegen können wir auch auf einige Sachen verzichten. Obwohl ein Gepäck. Ja, gut. Ich glaube, Ausrüstung bringt ja doch ein bisschen mehr. Ja, ich brauche nicht mehr wieder zu wiederholen, was wir jetzt noch machen werden im Let's Play, oder? Muss ich das machen? Drachenschuppe. Wenn das keiner trägt, dann kann man das auch verkaufen. Sowas brauchen wir noch nicht. Zubehör macht am meisten Sinn hier. Göttinnenring. Ja, 6250, geh, wieso nicht? Ran damit. So, haben wir schon die Hälfte fast. Was bringt noch einiges? Hier ist eh weniger. Mächtige Armschiene. Auf Angriffskraft sieht sich sowieso so nicht. Einfach mal verkaufen, was soll's. So, haben wir es auch gleich. Allein schon vom Zubehör. Abracadabra-Armschiene brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Also, wenn ich glaube, dass da, wo wir jetzt sind, das reicht auch, würde ich so sagen. Und dem, was wir brauchen, habe ich das auch nicht mehr. Weg damit. Brauche ich nicht. So, vielleicht nicht nur was vom Zubehör weg. Verkaufen, sondern nochmal andere Sachen. Ja, weg damit. So. Aber hier kann man auch nicht so viel entbinden, würde ich sagen. Also was auch sich lohnt zu verkaufen. So, vor allen Dingen auch nicht Baumwollhose oder sowas ähnliches. Rote Strumpfhose. Nehmen wir mal die blaue Jeanshose, weg damit. Wir haben gleich 18.000. Umso besser. Fehlen nur noch 3.000. Was nehme ich denn noch? Zwei Kniestrümpfe einfach mal weg, weil wir die nicht brauchen. Günther ist ja eh nur eine halbe Frau. Und was noch? Lederrock, das lohnt sich gar nicht zu verkaufen. Oder auf die Idee zu kommen. Ach, weg damit, komm weg. Wenn wir es nicht mehr brauchen, brauchen wir es nicht mehr. Und so weiter. Dann glaube ich, kommen wir heute schon zu dem, was ich heute mit euch vorhab. Ich habe also mit euch vor heute. Nee. So direkt nicht. Ultramarinfäustling, dass sie so viel bringt. Es ist nur für Geschick. Das nutze ich in jedem Fall nicht. So, komm. 100G noch. Kann ich den noch verkaufen kurz? Komm, die Federhandschuhe, die brauche ich nicht. So. 18.044G. Nicht verkaufen, sondern kaufen, bitte. So, jetzt nicht verklicken, bitte. Wo haben wir es denn? Fließendes Kleid. Jo, 18.000. Haben wir nicht verlesen. Da haben wir es auch schon. So, wer sollte das Ganze haben? Fnupine hat nämlich den Mann. Ja, sie hat den Schwallstab.
Und sie hat auch das Silberschild. Das sind hier die ersten beiden Sachen, die ihr da seht. Da kommt gleich mal das fließende Kleid dazu. So, jetzt haben wir alles da, was wir brauchen. Und Freunde, jetzt rufen wir Leviathan. Jetzt ratet mal, wo wir den finden könnten. Nämlich da, wo wir ihn zum ersten Mal richtig so live entdeckt haben. Jetzt, wo wir auch gegen ihn gekämpft haben. Das war in der gruseligen Grotte. Und da stiefeln wir jetzt einfach mal genussvoll hin. Dauert eine Weile. Und eventuell, ihr könnt es euch schon denken, kommt es mal wieder zum Kampf. Fragt mich nicht wieso. Einfach so, zum Spaß. So, Bildschirm ist so in Ordnung. Ist, glaube ich, gerade. Oder nicht? Warte mal. Ja, doch. Okay, wir sind ausgerüstet. Es wird auch der letzte große Kampf sein. Danach kann ich euch schon mal so viel verraten. Sind neue Orte zugänglich? Die will ich noch einmal mit euch zusammen mir angucken. Ich kenne die ja schon, ihr vielleicht noch nicht. Sind sehr interessante Sachen dabei. Und dann, Freunde, war es das auch schon mit dem Let's Play. Ich habe ja in der Einführung dieses Let's Plays angekündigt. Das ist ja schon Monate her. Da war ich ja noch da war es ja noch der Anfang meiner Let's Play-Karriere. Ach Mensch, ich hab auch vor kurzem mal, das soll ich auch nochmal erzählen, habe ich mal wieder in die alten Parts reingeguckt und so weiter. Da hat sich doch schon einiges verändert am Kommentarstil und so weiter. Ist aber auch nicht so weiter verwunderlich. Ich meine, komm, da hat das Ganze erst angefangen. Und, ja. Jetzt muss man sich erst mal vorstellen, man muss den eigenen Kommentarstil entwickeln. Denn, es ist schon ganz schön ein Unterschied, ob man ganz normal spricht, immer jeden Tag und so weiter. Und dabei noch ein Video spielt oder nicht. Und ob man die Gedanken jetzt verknüpft mit dem Videospiel, ob sie damit zu tun haben oder nicht. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich lang? Wo muss ich lang? Ach so, hier muss ich lang, okay. Ich war schon lange nicht mehr hier. Entweder man redet über Off-Topic-Reden, Ihr seht schon, das, was ich gerade versuchen will, euch zu sagen, drücke ich in diesem Sinne so aus, dass ich es euch gleich zeige. Wenn man über Off-Topic-Sachen redet, wie zum Beispiel das, was ich jetzt gerade mache, dann verliert man sehr schnell den Faden. So, wir sind auch schon da. Kleines Steam Cliff. Es geht auch relativ schnell. Und wir haben noch Zeit genug, Freunde. Gehen wir mal hin. Glaube ich. Funktioniert das? Ich gehe mal kurz auf... wo haben wir es denn? Kampfarchiv. So. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach ja, Stella ist ja nicht mehr da, Freunde. Sie ist nicht mehr da. Vermisse ich schon. Mission. Habe ich doch angenommen. Ein dicker Fisch, Nummer 39. Jona Fischermann aus Lapskausen möchte, dass du einen Weg findest, Leviathan rufen zu können. Der Geist von Leviathans Sirene hat dir erzählt, dass man dazu ein fließendes Kleid, einen Schweißstab und ein Silberschild braucht. Muss ich jetzt nochmal zu ihr zurück? Nee. Und ihr seht, Freunde, da ist nebenbei rechts hier angegeben Story. Könnt ihr das sehen? Da rechts neben ein dicker Fisch steht Story. Das gehört also wirklich zur Story dazu. Und ich sehe schon, ich glaube, wir müssen nochmal... Nach Lapskaus müssen wir die jetzt echt nochmal fragen und so weiter. Ah, toll. Na, was soll's, komm. Die Zeit möchte ich nochmal nutzen, denn sollten wir gegen Leviathan kämpfen, denn das müssen wir, das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Tun wir das auch. Ja, haben wir schon. Ihr braucht einen Kram. Ach, ich glaube, ja. Ja, genau, wir müssen nochmal mit Jona reden. Oder Jona. Jona heißt es. Genau. So. Ich glaube, zumindest war es so. Oh moin, habt ihr schon verrückt gefunden, wie man Leviathan rufen kann? Ja. Yeah. So. Dann wisst ihr nur, was das geht, hm? Was ein Glück. So was muss wir denn nur tun? Ein Schweißstab, ein fließendes Kleid, ein Silberschild. Und das muss ich alles anstecken. Aber wo kriege ich so eine dolle Outrüstung denn bloß her? Ich frage ja nicht gern, aber könnt ihr mir noch einen Gefallen tun? Ich habe noch viel zu bieten, aber ich werde euch arg dankbar. Habe ich schon erledigt. Ich warte an einem Privatstand vom Bürgermeister. Da kann man ja wohl am besten rufen, nicht? Ja, toll. Hat sich gelohnt. Sorry an mein Fail. Will ich jetzt noch die Zeit nutzen? Irgendwie passt das gerade nicht. Also, ich habe jetzt nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich gebe jetzt einfach mal Gas. Ich hätte ja jetzt eigentlich gern gehabt, dass wir auch wirklich eine Viertelstunde brauchen für den ganzen Part. Also auch für den Kampf, der gleich kommt und so weiter. Den hätte ich jetzt auch gerne gehabt hier in diesem Part, aber auch so, dass es eine Viertelstunde dann noch voll macht und nicht mehr. Ach, was soll's. Mach ich das halt und ich muss noch die Parts auch fertig machen. Die müssen ja morgen raus, Mensch. Ich habe ja wieder so ein bisschen Zeitdruck, was
Aufnehmen trifft und so weiter. Ich rede heute auch ein bisschen mehr über Off-Topic-Sachen, kann das sein? Nur weil die meiste Zeit hier rumrennen und so weiter. Und so fort. Den ganzen Weg nochmal, aber ich weiß ja jetzt mittlerweile, wo es lang geht. Ich hoffe, ich finde den Weg auch sofort, sonst wird es peinlich. Aber das klappt schon irgendwie. Ja. Muss ich noch irgendwas sagen? Jetzt, wo wir gerade hier sind, können wir das Thema auch wieder aufgreifen hier. Ich habe mir ja die alten Parts angeguckt und so weiter. Das war noch die Zeit mit dem Doppelbildschirm. Ach du Schande. War das Zeit. Ich dachte wirklich, das wird damit auch besser. Aber ich muss ja auch eingestehen, da kann man wirklich relativ wenig sehen und kann doch schlecht mitlesen und so weiter. Hätte ich das Ganze damals nicht synchronisiert, wäre es auch scheiße gewesen. Wurde mittlerweile auch Angst vor mir. ja. War eine dumme Idee von mir. Ich gebe es auf jeden Fall zu. Aber ist jetzt mittlerweile auch schon so lang vorbei. Ich hoffe, ich möchte das wirklich gerne hinkriegen, dass wir hier wirklich 100 Parts, genau 100 Parts jetzt in diesem Let's Play hinkriegen. Ich bin jetzt im Part, ist das glaube ich 96, ne? Oder 97, weiß nicht genau. Kann ich euch nicht sagen, umso mehr hätte ich es eigentlich gern gewusst, gern gewollt, dass wir jetzt diesen Kampf dann doch nicht in diesem Part machen. Naja, vielleicht lasse ich mich doch noch dazu überreden, die erste Grotte zu machen, die man so machen könnte. Ich möchte jetzt auf jeden Fall wohl... Ach, ich kämpfe jetzt einfach, was soll's. Ich kämpfe jetzt nochmal. Komm. Denn schon, denn schon. Oh moin! Dann seid ihr wieder. Habt ihr alles bekommen? Schwalstab, fließendes Kleid und Silberschild? Ehrlich? Das ist ja fantastisch. Ich danke euch ganz lieb. So, dann wollen wir mal sehen, ob wir Leviathan rupen können, wa? Jetzt auch drucken, hätte ich jetzt nach 11 Minuten hier die Part beendet irgendwie, ne? Und wir haben nichts geschafft. So. Oh, großer Leviathan, Herr von den Tiefen. Wenn du da bist, dann komm du deine beschehene Dänes. Jonas' Gebet wird von einer Meeresbrise auf die See hinausgetragen. Oh Gott, schon bebt wieder alles. Da ist er auch schon. Der gute Leviathan, der nur mit seinem Kinn jetzt an dieser Bucht hängt. Leviathan? Oha, der scheint mir erhöht, aber ein bisschen giftiger zu sehen als sonst. Ich glaube, das gibt Schere rein. Ach, wie kommt denn drauf? Der ist doch ganz nett. Da! Ah! Los, Freunde. Mal wieder ein Kampf. Und es ist ja... wenn wir jetzt die Grotten nicht mehr machen sollten, dann wäre es jetzt auch der allerletzte Bosskampf, den wir machen würden. Egal, Freunde, versuchen wir das Ganze hier schnell zu beenden. Ich komme wieder mit Helmspalter. Fnupsi bleibt gnadenlos. Obwohl, ich habe vergessen, Flupine nochmal umzustellen. Also die Taktik. Macht jetzt mal schnell. Flupine. Wo haben wir es denn? Wundenheilen. So. So, kämpfen. Ich habe meinen Helmspalter und kann es auch sofort losgehen. Erstmal gibt es eine kleine Stärkung. Ob es sich wirklich lohnt. So, also Flupine wird ja wahrscheinlich eher nicht zum Angriff kommen. Ich meine, wenn man mal so jetzt sieht, dass sie jetzt keinen Speer mehr trägt. Oh, Günther noch 13 LP. Den sollen wir doch nicht unterschätzen. Aber sie hält sich ja eh wieder hoch. Flupine hat jetzt ja nur noch, wie gesagt, einen Stab. Und deswegen wird sie wohl auch nicht so zum physischen Angriff kommen. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass sie sowas wie Stärkung hier benutzt. Naja. So. Die fulminante Flutwelle kommt mal wieder. Ich hoffe, ja, Flupine nur noch 11 LP. Und, Alter, jetzt haben drei Leute ihren Todesstoß, nur ich habe ihn nicht. Jetzt kommt die Multiheilung, das ist auch sehr gut. Lupine, Günther und Fnupsi an den. Wenn ich den jetzt auch noch kriege, Freunde, kommen wir zum Team-Todesstoß. Das wäre mein allererster. Das wäre doch richtig cool. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Komm, kriege ich den jetzt auch noch? Bitte. So, jetzt mal 307 Punkte. Das wäre richtig geil jetzt. Cool wäre das. So, Hemmschwelle funktioniert's? Jo. Und? Nee. Aber wirklich, Fnupsi, Lupine und Günther haben ihn. Ich hoffe, ich setze jetzt auch nicht mehr ein. So, komm. Diese eine Runde nochmal schnell und dann kommt ein kurzer Cut. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht während der Runde. Wäre schon ziemlich scheiße. Wir müssen die ganzen Stärkungen, die wollen den wirklich noch behalten, den Todesstoß. Um vielleicht auf einen Team-Todesstoß zu hoffen. Außer Flupsi setzt ihn jetzt ein, das wäre doof. Nee, tut er nicht, er greift an. So. Ich komme nochmal mit einem Helmspalter. Ja, das macht schon Schaden. Okay, Freunde, die Runde haben wir auch nochmal gehabt. Ich werde jetzt einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Videodatei wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, es kann weitergehen. Ich hoffe, es hat sich hier nichts irgendwie aufgestellt. Kann das sein, dass ich jetzt angefangen habe nur mit O? Ich wollte jetzt eigentlich so sagen. Ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt noch mit aufgenommen hat. Auch egal, wir machen jetzt weiter. Helmspalter und weiter geht's. Stärkung. Hat nichts dagegen. Ihr habt ja eben gesehen,
Er hat eben nur mich angegriffen, das hat ja kaum was abgezogen. Und da kommt wieder die fulminante Flugwelle. Das macht schon relativ viel Schaden, muss ich sagen. Wir haben jetzt dagegen. Ich würde schon sagen, wäre von Lupini jetzt angegriffen worden, wäre sie, glaube ich, tot. 398, der ist auch schon selbst bald tot, aber Helmspalter. Jo, hat funktioniert und. Nee, wollte schon sagen, kriege ich jetzt den Todesstoß? Das wäre jetzt so übergeil. Ich hatte noch. Wie schon mal erwähnt, ich hätte noch nie einen Team-Todesstoß, noch nie. Sehr gut, das geht alles noch nicht. Ach ja, der ist ja auch wütend auf mich, stimmt ja auch. Kein Wunder. Naja, umso besser, denn ich habe ja auch eine sehr gute Verteidigung. Jetzt sind auch wieder fast alle hoch mit den LP, nur ich nicht. Ich habe ja auch so viele, also relativ viele. So, ich glaube, der ist selbst bald tot. Ich möchte aber trotzdem einen Team-Todesstoß nochmal hinkriegen. Das wäre super. So für das Let's Play, schon ziemlich geil. Warum setze ich eigentlich noch Helmspalter ein? Der ist doch schon bonus runter. Ich mache mal eine Axt des Bösen, vielleicht hilft das ja. Da kommt wieder die fulminante Flutwelle. Toll. Aber ist jetzt nicht mehr so gefährlich, wie ich finde. Vor allem, wenn ich angegriffen werde. Okay, Sonne hat sich eh gelegt. Mittelheilung ist nur nötig gewesen jetzt. Ja gut, die beiden, sie sehen jetzt am stärksten angeschlagen. Reicht das schon? Nee. Ich möchte aber gerne trotzdem einen Todesstoß haben, Mensch. Komm. Ist noch nicht tot. Schade. Boah, ich würde so feiern, wenn ich jetzt den Todesstoß kriegen würde. Mensch, ich kriege jetzt meine Mittelheilung ab. Ist nicht so schlimm. Aber was ist auch schlimm dran? Und der kann doch nichts anderes als Flugfälle einsetzen, weil die normalen physischen Attacken jetzt kaum noch was machen. Oder das hier. Na gut, das macht jetzt auch nicht mehr so viel Schaden. Das gilt auch als physische Attacke. Ja, wir sind ja von etwas mehr gestärkt, was die Abwehr betrifft, deswegen macht das kaum Sinn. Und der ist tot. Das wär's. Schade. Kein Team-Todesstoß. Fand ich sehr schade. Ich hab mir gewünscht, ihr habt jetzt gesehen, es war kein normaler Boss-Battle eigentlich, denn diesmal hat sich der Leviathan richtig aufgelöst. Der ist jetzt nicht, der bleibt jetzt nicht liegen, der hat sich gerade eben aufgelöst, wie ihr gesehen habt. So, es gibt ja jetzt 8000 Erfahrungspunkte für jedermann. Kannst du sehen. Und reicht für Stufe 39 für Fnupsi. Jetzt wieder 6 Talentpunkte. Die sind jetzt auch wiederum egal. Sparen wir auf eine Gruppe. 4000 Goldmünzen, das ist eine Menge. Und dann lässt wieder was liegen und zwar ein Himmelsgebinde. Cool. So. Dialog, bitteschön. Oh, der liegt da noch. Von wegen aufgelöst. Puh. Vielen Dank, Ork. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch gemordet hätte. Aber was ist mit Leviathan? Der ist noch da. Der ist noch wach. Hm? Was mag ich denn hier? Ich war doch gerade eben noch so schön dösig und nun bin ich immer hier. Leviathan? Jo, da bin ich. Leviathan. Tut mir leid, wenn ich euch bang gemacht habe, aber ich war ein bisschen tüdelig. Ich war am Rumschwimmen und mit einmal sehe ich was Helles und will mir das anbieten. Denn das meine ich, die Fege war. Aber es ist anscheinend auch nicht mehr der damalige tote Vater von Jona. Oh, das tut mir so leid. Ich habe da einen Schatten im Wasser gesehen und dachte, das bist wohl du. Und da habe ich dich gerufen. Oh, du wart mir einige klar. Aber das ist doch auch gut so. Ich bin nämlich nach dir gesucht. Was? Aber warum? Also, er hat sie gesucht. Wegen dem hier. Warte mal, wo ist es denn? Oh, hier. Das hier wollte ich dir bringen. Das möchte die Ficke ist, meine Lieben. Das ist so ein Talisman von die Fischers. Nee, das ist ja nicht die Ficke, Entschuldigung. Ich dachte zuerst. Jo, und der hier hat deinen Vater gehört. Der hat immer bedauert, dass er ihm die Nier hier hat geben können. Ich wollte ihm doch so gern seinen letzten Wunsch erfüllen. Deshalb habe ich dir nicht gesucht. Und nun hast du ihn. Sicher? Und der ist vom Vater? Oh, das ist aber lieb von dir, oh Vater. So, ich will dann mal wieder los in die Meere schiefen. Wiedersehen, ihr Landratten. Ahoi! Kommt du Löwen, dass Leviathan das alles für mich gemacht hat. Das ist eine große Ehre. Oh, bist du noch nicht fertig? Moin, moin, nochmal. Haben wir noch was vergessen zu verteilen? Jetzt kommt die Ficke, meine Freunde. Ja, ja. Der Weihnachtsmann, ich hab's so geahnt. Fick ist natürlich irgendwas. Das habe ich auch gefunden. Sieht ja, man, ganz wichtig, oder? Warum könnt ihr das behalten? Weil ich doch so garstig tot war. Dann bin ich leid. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Aber nun muss ich wieder los. Tschüss.
Ja, setz die Segel, Freund. Und bleib doch da, wo du bist. So, da haben wir endlich die Fege. Die Fege Nummer. Eigentlich ist es normalerweise die Fege Nummer 8, aber es wäre dann auch wiederum Fege Nummer 9, weil wir haben ja Fege Nummer 8 gegessen, um sterblich zu werden. Aber das ist. Das ist doch diese grüne Frucht, nicht? Wie kommt die denn nun wieder her? Ich brauche das nicht, oder? Ihr könnt das haben. Was sollen wir jetzt damit machen? Die Vietran hat das schon im Mund. Fnuppe erhält eine Fege. Ja, wie wunderbar mit der Mission. Ein dicker Fisch, ging alles klar. So. Geschafft. Das wäre erledigt. Als Falle, die obgeten hat, ist wohl sein letzter Wunsch wohl wahr geworden, oder? Und ihr schaut ja so trübsinnig und so einsam, genau wie ich, als ich mit Vater verloren habe. Tja, vielleicht soll man ja aten, wenn man gerade trübselig ist. Vielleicht war das ja ein Wunsch wahr. Ich hab doch Vaters Talisman. Mehr brauch ich doch gar nicht. Der ist doch mal so schön. Na, ich löffe ja nicht, dass ihr mir haben wollt, wenn ihr beten seid. Dann muck ich mir mal lieber dann weg. Tschüss. Und wir? Tja, was tun wir nun? Nun haben wir auch endlich diese Fige. Was sollen wir jetzt damit machen am besten? Die Fige leuchtet sanft und verführerisch. Die Fige essen? Natürlich, wieso nicht? Ich glaube schon, der Part wird doch ein bisschen länger. Fnuppe ist die Fige. Und plötzlich passierte das. Hallo. Hey, Fnuppe, hallo. Hast du was in den Lauschen oder was? Kannst du mich hören? Ja. Hey, willkommen zurück. Schön, dich zu sehen. Schön zu sehen, dass du mich sehen kannst. Wieso eigentlich willkommen zurück? Du warst ja eigentlich gar nicht fort. Ach, was soll's. Verflippt gut, dass du hier bist. Ich war dir auf den Hacken, seitdem du ein verflippter Sterblicher geworden bist. Aber du hast die Augen auf Durchzug gestellt. Ach ja, und ich wollte dir noch etwas erzählen, bevor du weg warst, also... Das war total unbedeutend. Das kann ich dir auch erzählen, wenn uns mal todeslangweilig ist oder so. Naja. Aber wenn du mich sehen kannst, kannst du ja auch den Sternexpress und den fetten Flugführer sehen. Du solltest ihm unbedingt mal einen Besuch erstatten. Also los, alles einsteigen, auf zum Sternexpress. Yay! Und jetzt sind wir auch schon drin. Hey, Fnuppe, lang nicht mehr gesehen. Dann hast du also eine Fige gefuttert und wolltest deinen alten Kumpel wiedersehen? Ha, das ist ja mal echt rührend. Quatsch, warum wollte er ausgerechnet dich wiedersehen wollen? Er hat natürlich mein hübsches Gesicht vermisst. Ist mir eigentlich auch egal. Ich freue mich jedenfalls, Fnuppe wiederzusehen. Sag mal, Celestria hat dich doch hergeschickt, damit du auf die Sterblichen aufpasst, oder? Ich hatte nämlich daran gedacht, dir den Sternexpress zu überlassen, damit du deine Arbeit besser machen kannst und so. Was soll das denn? Willst du Fnuppe etwa auf die Arme nehmen? Das wäre aber nicht sehr nett. Nein, überhaupt nicht. Das meine ich ernst. Soll bedeuten, Freunde, in den ganzen Grotten gibt's jede Menge Gesindel, mit denen mal jemand aufräumen muss. Wenn du die Sterblichen schützen willst, musst du so viele Schatzkarten wie möglich finden und diese Grotten abgrasen. Das wäre einfach mal die Möglichkeit, die man hätte, wenn man mit der Story fertig ist. So. Das haben jedenfalls die da oben gesagt. Wer auch immer das da oben ist, ich meine, die leben ja nicht mehr. Und weil das ja nun dein Job ist, kannst du auch gleich den Sternexpress nehmen, um dir die Sache ein leichter zu machen. Hier, nimm meine Pfeife. Damit kannst du den Sternexpress rufen. Und das sogar jederzeit, Freunde. Fnuppe erhält Noahs Pfeife. Das ist nämlich die eigentliche Belohnung für diese Mission. Von Noah, von Jona gab es ja nicht wirklich was. Einfach reinpusten, wenn du im Reich der Sterblichen den Sternexpress brauchst. Brauchst du auch keine blauen Bäume für. Und wenn du an Bord bist, musst du hier rüber und das da benutzen. Damit kannst du ihn steuern. Der Rest liegt dann bei dir, Kollege. Die Welt liegt dir zu Füßen. Hey, Flatter, Flugführer, und was ist mit mir? Bin ich jetzt arbeitslos oder was? Hast du mich vor die Tür gestellt? Auf keinen Fall, du wirst Fnuppe zeigen, wie das geht. Wie so eine Art Fahrlehrerin. Dann darf ich Fnuppe rumkommandieren? Phänomenal! Keine Angst, Flatter, Flugführer, ich schaff das schon. Also dann, Kollege, damit beginnt also dein nächstes Abenteuer. Ist eine große, seltsame Welt da draußen, voller merkwürdiger Sachen. Viel Spaß bei ihrer Erkundung. Ach ja, Freunde, jetzt sind es schon mittlerweile wieder 10 Minuten um nach der letzten
Nach dem letzten Kartenflug erhält die Kontrolle über den Sternexpress. Jetzt ist er halt auch schon ziemlich lang geworden, muss ich sagen. Damit ist der Part jetzt auch endgültig beendet. Ich will jetzt auch nicht näher auf den Sternexpress eingehen. Das können wir im nächsten Part machen. Deswegen will ich einfach mal sagen, bis dann und auf Wiedersehen.